Herzlich willkommen zu einem Highlight der 2019 HCT EU Winter Playoffs, den sogenannten Europameisterschaften. Und wir sehen das Initialmatch zwischen Bunnyhopper und Faeli. Viel Spaß, lasst gerne einen Comment oder einen Daumen nach oben da. Und los geht's also. Erstes Top 8 Match. Wir haben Bunnyhopper gegen Faeli, Nummer 4 und Nummer 5 nach dem Schweizer System. Beide also. Ne, Faeli ist 5-2 gegangen, Bunnyhopper ist 6-1 gegangen. Und wir haben den Even Paladin gegen den Odd Rogue. Faeli bereits mit den One-Drops auf der Hand, aber Bunnyhopper auch mit dem Swamp Ooze und dem Corpse Taker. Na, schauen wir uns den Mulligan mal an. Ich denke, Last Night kann man getrost auch wegtun, wenn man den Kopfstecker hat. Valania denke ich auch. Wobei Last Night an sich halt schon keine schlechte Karte ist. Aber genau, so macht er das. Nur Firefly wird gehalten. So, wäre gut, wenn wir das Spiel wieder sehen könnten. Here we go. Oh, nein, hier. Okay. Da hat einer in den Einstellungen gerade rumgespielt, aber geht sofort weiter. So, Crystallizer, Firefly. Ja, gefährlich ist, dass er Myra's Unstable Elemental bereits auf der Hand hält. Und der Void Ripper natürlich auch sehr, sehr gut mit Crystallizer und Flame Elemental oder der Firefly. Muss hier einfach die Hero Power drücken, auch wenn die weggetauscht werden kann. Okay. Das ist interessant hier, weil Faeli könnte rein theoretisch Flame Elemental spielen, beziehungsweise Crystallizer und Cold Blood und dann Face pushen. Es gibt halt nicht so viel, was ihn bestraft in Runde 2 für den Play. Allerdings Pyromancer Coin Hero Power wird ihn dafür bestrafen. Ja, macht das genau so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier 1-1 Trade in die 5-2er und dann Pyromancer Coin Hero Power sehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Wobei du dann ein Problem hast in der nächsten Runde mit 3 Mana. Ja, du könntest halt nächste Runde auch noch immer den Murloc spielen und entweder die Heldenfähigkeit oder sogar ein Geheimnis legen. Und dann Copstaker spielen. Die Frage ist halt, ob du weitere 5 Schaden nehmen magst. Das ist halt echt kritisch. Andererseits, du kannst halt auch nächste Runde den AOE spielen. Du kannst nächste Runde auch Coin Consecration spielen. Darum geht er einfach hier Face, sagt, okay, Consecration ist nächste Runde gut genug, spielen wir einfach so. Knifflig auf der Seite jetzt. Mein Hero Power Crystallizer. Ich meine, er weiß ja, dass was kommt wahrscheinlich. Ja, nimmt hier den einen Trade. Damit kann Bunnyhopper aber hier das Board clearen. Und jetzt ist halt die Frage, ob man Consecration spielt oder ob man den Pyro-Play macht, weil du kannst halt den Pyro equippen.
Den Pyro-Coin und Swamp-Ur spielen und dann nimmst du die Waffe weg. Und das ist halt schon ziemlich gut. Auf der anderen Seite bleibt halt ein 1-2er liegen. Das heißt, der Gegner muss halt Turn 4 Waffe equippen, haut dir den 3-2er Us weg und der 1-2er kann in deinen 3-1er reintauschen. Aber ich denke, er wird so spielen. Ja. Sieht gut aus. Wenn du Turn 3, Turn 4 von deinem Gegner verhindern kannst als Outrogue, dann ist es halt schon sehr, sehr gut für dich. Und Faeli ist halt echt in der Bredouille jetzt, weil er kann halt keinen von den anderen Drops spielen. Das heißt, du musst einfach die Heldenfähigkeit drücken und geht halt zweimal auf Curve. Und das in so einem wichtigen, wichtigen Zug 4. Oftmals steht und fällt der Sieg mit dem Outrogue in Zug 4. Und der ist einfach nicht gut genug, der Zug 4. Ich denke, er wird lange, lange grübeln, aber ich meine, was man halt noch spielen kann, ist der 1-2er tauscht in den 3-1er rein und du spielst da einen Void Tripper. Weil das andere Minion dann 2-3 wird und du halt einen guten Trade hinlegst. Vielleicht ist das einfach besser und nächste Runde Hero Power Handstand hat. Aber echt schön ist das nicht. Nennen wir es mal so. Schön ist anders. Ja. Aber zumindest geht er nur einmal noch auf Curve, legt noch ein gutes Minion hin, aber boah. Corpse Taker, Hit Face. Was macht Marius Unstable Elemental? Das zieht dir den Rest deines Decks im Prinzip und wirft den anderen Rest, den du nicht in der Hand halten kannst, ab. Das ist im Prinzip so deine Karte, wo du dann einfach deine Hand wieder auffüllst und den Gegner dann mit der Hand töten musst. Ja. Auch hier nicht so viel Auswahl. Problematisch für Faeli ist halt, er muss Bunny Hopper halt jetzt wieder auf 26 hochheilen. Oh, hat jetzt die Harpie gezogen, das heißt, der zweite Corpse-Taker hat keinen Wind Fury mehr. Das ist nicht so tragisch. Aber natürlich besser gewesen. Ja, er hat doch ein paar Optionen, die alle relativ ähnlich zu sein scheinen. Copstacker Hero Power ist das, für das er sich anscheinend entscheidet. Rest geht einfach noch off-curve mit dem Hydrologist. Ja, Archon Squire, Wildspine Slayer kommt jetzt eigentlich sehr gut. Und dann kann er quasi endlich das Board in Beschlag nehmen. Hat ein bisschen gedauert tatsächlich. Aber hier der Topdeck war halt schon gut. Man sieht es auch an Bunny Hoppers Reaktion. Das wollte er hier nicht sehen. Ja, und den 5-3 muss er jetzt Herr werden. Okay. Muss den einfach wegnehmen.
Er blieb jetzt nicht so viel übrig. Er hat auch nochmal alles gecheckt, aber bleibt dann doch bei dem Play. Auch hier Hero Power Queenskin. Und dann könnte er rein theoretisch, je nachdem was er topdeckt, nächste Runde schon Myra's Unstable Elemental spielen. Wenn er irgendwas sehr günstiges zieht, wenn er einen One-Drop spielt, muss er das wahrscheinlich so spielen. Und er hat hier tatsächlich nochmal gut stabilisiert. Bunnyhopper hat ihm das Early Game richtig, richtig schwer gemacht, aber Turn 6 hat er endlich was aufs Board gekriegt und seitdem läuft es ganz gut hier für Faeli. Er hofft jetzt, dass er, glaube ich, die Harpie bufft, oder? Wie stand ich da? Nee, Hydrolo Chest. Aber rein theoretisch mit der Harpie könnte er dann. Ja, Noble Sacrifice ist halt jetzt noch nicht so gut. Wie viel Schaden liegt da? 5, 6 Schaden. Plus Deadly Poison. Kann sein, dass es jetzt schon legen muss, sonst ist er tot. Blessing of Kings noch runter. Ja, das war's leider. Das heißt, Faeli gewinnt hier dann doch noch. Hat Bunny irgendwie nicht ab Runde 5 einfach zu wenig machen können. Das ist schade, weil er es eigentlich schon stabilisiert hatte im Early Game. Er hat so viel Schaden sehr früh verhindert und muss sich hier aber in dem Auftaktmatch geschlagen geben gegen den Oddrog. Faeli gewinnt also hier Match Nummer 1. Es geht so lange, bis einer der Spieler 3-0 hat. Wer mit einem Deck gewinnt, dann ist das Deck durchgebracht. Das kann man dann nicht nochmal spielen. So, da sind wir wieder. Also, Faeli führt bereits 1-0. Aber es ist noch nichts verloren hier für Bunnyhopper. Und wir hüpfen gleich rein in Spiel Nummer 2 hier. Top 8 bei den europäischen Meisterschaften. Und er bleibt auf dem Even Paladin. Und Faeli hier mit dem Jäger. Und er spielt den Jäger mit einem Dire Frenzy, einen Tundra Rhino, einmal Hunter's Mark, kein Candleshot und insgesamt wie viele Geheimnisse hat er? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geheimnisse, alle unterschiedliche Geheimnisse. Eine Explosive Trap, eine Freezing Trap, eine Snack Trap, ein Snipe, ein Venom Strike und ein Wandering Monster. Das war's dann. Also sollte so ziemlich die Standardliste sein. Diamol ist schon mal ganz okay, dass er den One-Drop hier gefunden hat. Corpse-Taker. Ja, ein bisschen problematisch für Bunnyhopper, dass er keinen wirklichen Zweitrop bisher gefunden hat. So, Heldenfähigkeit an 1, das sollte klar sein. Müssen die ansagen, welches Deck sie spielen? Nein, das ist Blind Pick, nennt man das. Das heißt, du wählst dein Deck aus und der Gegner wählt sein Deck aus und du weißt aber nicht, was der Gegner wählt und er weiß aber nicht, was du wählst. In dem Moment, wo du ganz ins Spiel gehst, siehst du erst, was der Gegner dann ausgewählt hat. Du kannst halt kein Deck wählen, mit dem du schon gewonnen hast. Und du kannst kein Deck wählen, was gebannt ist. Das heißt, du kannst es halt einschränken. Faeli hatte jetzt die Auswahl zwischen zwei Decks, weil er ja mit dem einen Deck schon gewonnen hat. Das heißt, er musste seine Decks durchbringen. Eins hat er schon durchgebracht. Das heißt, er hat noch zwei übrig, nachdem das erste ja gebannt wurde auch. Und das heißt, er kann entweder den Jäger hier nehmen oder den Schurken hat er durchgebracht. Er hätte Jäger oder Paladin nehmen können. Und von daher gesehen will Bunnyhopper eigentlich mit seinem Paladin gegen den Jäger spielen und hat hier also ein bisschen das Mindgame gewonnen, so gesehen. Ja, und das ist immer knifflig, wenn der Jäger halt auf Turn 2 ein Secret legt. Er hat es nicht auf der Starthand behalten. Das heißt, du musst halt jetzt abschätzen, was es ist. Ist es Wandering Monster? Ist es eine Snack Trap? Ist es eine Venom Strike Trap?
Und je nachdem, und du hast ja halt keine Informationen drüber, das heißt, du musst dein Gamble nehmen. Die Frage ist, ob man dann halt überhaupt angreift in der Situation. Weil du wirst halt schon bestraft, also so richtig, durch egal was. Du kannst halt relativ sicher sein, dass es keine Explosive Trap ist, aber selbst da kannst du halt noch nicht mal hundertprozentig sicher sein, weil rein theoretisch könnte Faili sagen, okay, die Gefahr für Bunny Hopper hier anzugreifen ist zu groß, ich lege das als Bluff. Wenn er mit dem 1-1er Gesicht hittet, dann ist es unfassbar schlecht für mich, aber er ist ein guter Spieler, er wird den Zug vielleicht so spielen und ich lege einfach meine Explo Trap und dann sind wir halt schon im Mindgame drin. Ja, Haffer. Jetzt muss er halt mit dem 1-2 in den 1-1er reintauschen, denke ich. Damit der eventuell wiederkommt. Beziehungsweise Noble Sacrifice kommt runter. Dann nickt Faili. Das hat er sich schon so gedacht. Jetzt halt die Frage, ob man hier 4 Schaden ins Gesicht gibt. Oder in den 1-1er rennt und den Value Trade so gesehen nimmt. Nimmt den Value Trade. Huffer ist halt echt nicht gut in diesen Matchups, weil die halt sehr board-zentriert sind in den frühen Runden. Huffer ist halt, je langsamer das Gegner steckt, ist desto besser ist eigentlich Huffer. Meistens ist, selbst bei mittelmäßig schnellen Decks, ist Huffer halt schon besser, aber ja. Eine gegnerische Consecration wäre einfach viel zu stark, wenn das nicht angreift. Wird der Paladin es gemacht, dass die Hero Power nur einen Mana kostet? Es gibt zwei Karten, die die Heldenfähigkeiten verändern. Das eine ist Gen. Dann kannst du nur gerade Karten in deinem Deck spielen, damit er aktiv wird. Und dann wird deine Heldenfähigkeit einfach auf einen Mana reduziert von den Kosten. Und dann gibt es noch eine andere Karte, Baku. Da darfst du nur ungerade Karten in deinem Deck spielen. Und dafür wird deine Heldenfähigkeit, naja, verbessert. Das heißt, kostet dann nach wie vor 2, aber zum Beispiel die Jägerheldenfähigkeit würde 3 Schaden im Gesicht machen, wohingegen die Paladinfähigkeit 2-1-1 herbeiruft. Beim Jäger sieht man das selten, das ist der Facehunter. Kann man aber auch spielen, kann man auch auf Legend spielen oder bis zu Legend spielen. Und der Ort-Paladin, den sehen wir hier im Turnier ja auch relativ häufig. Ja, Dire Francis antwortet auch ganz gut, aber spielt das so. Dire Frenzy auf das Rush Minion hier. Nicht auf eine Schlange, weil er jetzt dreimal den Spring Paw in gebuffte Version ins Deck schiebt. Unangenehm hier für Bunny Hopper. Dire Frenzy ist durchaus eine Problemkarte für viele Decks. Man muss auch, wenn man Dire Frenzy spielt, aufpassen, wenn man den Links und den Spring Power gespielt hat, also den 1-1er, den man hier aus dem Spring Power rauskriegt, dass man Dire Frenzy eben auf genau den Spring Power spielt, nicht auf den Links. Das ist auch Consecration. Ist halt echt nicht so toll. Ich meine, rein theoretisch hat er halt Kangor und Blessing. Nächste Runde. Nicht, dass er sich jetzt unbedingt schon viel hochheilen muss. Wird später bestimmt besser. Ja, die Frage ist halt Waffe. Könnte auch den Value Trade anstreben. Man könnte auch. Die Quality ist wahrscheinlich nicht gut genug. Aber rein theoretisch die Quality Trade würde halt auch schon gehen. Auch Tarim würde halt schon gehen. Das ist interessant, weil Bunny Hopper hat halt
Also ich sage jetzt nicht, dass alle Plays, die ich jetzt gesagt habe, gut wären, aber er hat doch immer so ein paar Optionen, die er machen kann, die teilweise relativ nah beisammen liegen, was die Stärke der Plays betrifft. Ja. Er spielt hier Kangor, einfach aus dem Grund, dass ein gegnerischer Rexxar zumindest noch einen Mini auf dem Board lässt und dann kann er halt mit Blessing of Kings ins gegnerische Gesicht gehen, beziehungsweise Hero Power und Tahrim spielen und dann eben auch schon ein bisschen Schaden im Face pushen. Ja, das Problem für Faile ist, dass er halt weder Rektor hat noch die Spellstones. Das ist ein bisschen ungewöhnlich hier. Ja, spielt jetzt jede Menge Fallen hier. Das ist nicht gut, weil er keinen Spellstone hat, der gebufft wird. Hier sehen wir Bunnyhopper. Win-win. Nur einen Lose gegen Davido. Gegen den polnischen Spieler. Aber ansonsten hat er alles gewonnen gegen MM78, gegen Distimon, Ranman, Amazing, Freddy B und Psyhoddle. Snipe kommt runter. Okay. Freezing Trap. Ja, und jetzt fängt er an, Schaden zu pushen. Und das ist halt so der Moment, wo der Paladin halt dann gewinnt. Genau in der Situation, weil er einfach sehr viel Schaden auf der Hand noch hat. Und Equality und Avenging Wrath, die beiden Karten, sind eine sehr, sehr gute Kombination, weil die, wenn der Gegner zwei oder drei Minions hat, egal wie viele Lebenspunkte die hat, das halt clear und gleichzeitig aber auch noch 5 Schaden face pusht. Und dann, naja, kommst du halt auch durch Taunter durch, während du auch noch Schaden pusht. Faeli hat fünfmal in Folge gewonnen gegen Hatul A83650, Renman, Davido und Psyhodel und dann verloren jeweils 2-3, relativ knapp gegen Mauri, der ja ungeschlagen blieb hier und auch gegen Viper. Aber dadurch, dass er halt 5-0 gegangen ist, ist er eigentlich auch schon sehr geräumig als Fünfter bereits dann qualifiziert gewesen. Ja, Faeli hat halt Pech, weil er sitzt halt auf gepackten Koffern. Er will halt die 3-4-4er Charge Links kriegen, die er mit Dire Frenzy ins Deck getan hat. Er will die Doppel-Spellstones, hat er die ganze Zeit gesucht. Und er hat den Rexxar gesucht. Also im Prinzip sucht er die ganze Zeit 6 Karten, aber er findet sie einfach nicht. Ja, und Bunnyhopper sagt jetzt, okay, ich weiß, was du suchst, aber wenn du es noch nicht gefunden hast, dann nehme ich dir jetzt die Zeit und versuche dich halt so schnell wie möglich zu töten. Wohingegen er das Board komplett wegnehmen kann jetzt. Oh, das ist gefährlich. Das könnte hier der Swing einfach sein. Mal schauen, ob er Gift kriegt. Nein, kriegt er nicht. Oh, das ist ziemlich schlecht hier. Aber die Auswahl ist sehr, sehr schlecht für Faeli. Ja, das Problem ist halt, er kann nicht den zweiten Crackling Razor Maw und Flanking Strike spielen. Das heißt, er sagt jetzt entweder, hey, ich probiere es nochmal mit dem Crackling Razor Maw. Oder aber er tradet es einfach so weg. Weil jetzt hier reinhittet, dann Flanking Strike da drauf spielt und dann mit dem 8-5er in den 7-7er tauscht. So kriegt er das Board komplett weg, wohingegen er sein Board aufbaut.
Und hier haben wir so ein Board Swing. Und das ist halt wichtig in Decks, die halt Minion versus Minion spielen, wie in dieser Begegnung hier. Ja, Valanir, das könnte das Zünglein an der Waage sein, weil er jetzt einfach damit Face pushen kann. Und die Waffe kriegt halt auch wieder. Also ich denke, die würde er halt sofort equippen und sofort ins Gesicht hitten. Next Runde hat er dann auch Quality Avenging Wrath. Allerdings ist halt auch die Frage, was ist, wenn er Equality Avenging Wrath spielt into Waffe? Er könnte aber nur die Heldenfähigkeit noch dazu benutzen. Das reicht nicht vom Schaden her. Waffen mit zwei Charges, wenn man für Lethal geht, spielt man in der Regel in der vorletzten Runde des Spiels aus. Oh! Oh! Rexa! Da richtet Faeli sich auf, weil er weiß, er kann sich eventuell hier stabilisieren damit. Er müsste rein theoretisch Crackling Razormaw mit Taunt vielleicht auf den 3-3er runterkriegen. Oder aber einfach so Rexa spielen. Okay, Thunder Rhino. Huh. Ja. Taunt. ja, das ist nicht so gut. Aber also viel Leben hat er jetzt nicht mehr, wenn der Equality Avenging Wrath runterkommt. So, schauen wir mal. Ja, das Rhinoceros ist schon mal gut. Ah, Wandering Monster sagte so, okay, ist halt so. So, Reinforce. Jetzt ist halt die große Kunst, dann für Faeli eine Eule zu finden aus dem Rexa. Die große Frage, die er hat ist, ob man hier Hero Power erst drückt, aber ich glaube nicht. Ja, Bunny Hopper. Nicht so amüsiert über den Play hier. Wolf Alpha wahrscheinlich. Es könnte halt sein, wenn du den Pinguin dazu kriegst, dass du jetzt einfach einen Minion spielen kannst. Ah, knapp daneben. Silverback Patriarch wahrscheinlich. Ja. Direwolf into Silverback Patriarch hat er genommen. Venom Strike Trap kommt auch noch runter. Ich denke, man spielt einfach drei Minions. Ja, Gen Greyman, den Rekruten wirst du eh immer spielen, weil der die Waffe in sich trägt. Dann Gen Greyman und dann noch die Hero Power. Problematisch für Bunny Hopper ist einfach Zombies und Kill Command auf den 6-5er jetzt. Aber ich meine, er hat Steed auch noch. Oh. Ah ja, jetzt wird's knifflig. Also bis dato war es so teilweise knifflig und so ein bisschen vor zurück. Aber jetzt wird's langsam richtig knifflig. Jetzt spitzt es sich dann gleich zu. Auch hier ist halt die Frage, wie gut Gift dann ist. Ich meine, er hat Zombies plus die 1-2 Giftschnecke genommen.
Ja, kriegt das so weg? Kann auch den hier nochmal wegtraden. Hält sich Kill Command dann. Oh. Oh, Spellbreaker auch noch. Okay. Bunny Hopper weiß, dass jedes Secret nur einmal im Deck ist. Das heißt, Wandering Monster zum Beispiel haben wir gerade eben gesehen gehabt. Und der Gegner spielt halt Taunt, das heißt, er geht davon aus. Snake Trap haben wir auch schon gesehen gehabt. Ich glaube, er hat halt den Read, dass es eben die Venom Strike Trap ist. Auch Explosive Trap haben wir schon gesehen. Haben wir eigentlich alle schon gesehen? Freezing haben wir auf jeden Fall auch schon gesehen. Das heißt, er silenzt einfach und geht hier volle Kante ins Gesicht. Damit war Eli nur noch auf 3 Leben. Oh, Sul'jin! Kann ihn das nochmal retten überhaupt? Ich meine, mit Sul'jin kriegt er halt die ganzen Secrets wieder und heilt sich halt um 5 Leben. Und er kriegt da ja Frenzy nochmal auf den Wolf wahrscheinlich drauf. Und vielleicht auch nochmal Removal, oder? Gibt es überhaupt eine Alternative dazu? Ich meine, es ist eher unwahrscheinlich. Also, die Alternative ist eher unwahrscheinlich. Man könnte versuchen, dem Wolf halt Gift zu geben. Oder? Ja, okay, er spielt's. Bunny Hoppers Reaktion ist dementsprechend. So, Snipe. Snake Trap. Animal Companion. Mit Taunt. Oh, Dire Frenzy auch noch auf die Misha drauf. Oh nein. Okay, aber immerhin Flanking Strike nochmal drauf. Coin. Trap, Trap, Trap. Master's Call. Explosive Trap. Ja. Und das hat er so ein bisschen zu spät gespielt, weil er hätte ja rein theoretisch auch noch die Spring Power rausspielen können. Aber ich denke, er hat hier eher damit zugebracht, um herauszufinden, ob das wirklich der beste Play war. Er kommt halt leider nicht durch. Also, ich denke, man spielt halt den 4-3 in die Freezing Trap rein, wenn man was da reinspielt. Da könnte man rein theoretisch den silenzen hier. Das Problem ist halt, dass die Snake Trap auch auslöst und die Venom Strike Trap. Das heißt, du musst wahrscheinlich einfach nochmal in Silence vielleicht sogar auf das Gift Minion spielen. Dann Argent Protector nochmal auf dein Minion. Dein Minion läuft in die Misha rein. Das Problem ist halt einfach aber, dass der Gegner 7-7 Misha ins Deck geschuffelt bekommen hat und dann nochmal den Master Scroll gespielt hat. Und da ist halt eigentlich immer ein 7-7er Taunt dabei. Snipe. Er pusht tatsächlich Face. 3, 6, 7. Ja, der Trick an der Sache, warum löst Wandering Monster nicht aus hier? Weil sein Board voll ist. Ja, tricky gespielt. Das heißt, er hat tatsächlich Lethal Odds mit. Ich meine, er kriegt halt auch die Waffe wieder. Aber Faeli wird halt tunlichst darauf achten, dass Wandering Monster dann jetzt nächste Runde Platz hat. Consecration hatte er, glaube ich, erst eine gespielt, oder? Ich bin mir nicht sicher, weil es ist verstimmt in langen Cast-Tagen, gerade wenn Spieler zwei hintereinander dasselbe Deck spielen. Ja, der kann sich jetzt halt zutaunten. Das heißt tatsächlich, dass Bunny Hopper. Ich meine, er hat einen Avenging Wrath noch, das sollte in der Regel dann auch den Job tun. Und ich bin mir nicht sicher, ob er noch eine zweite Consecration hat. Ich glaube aber schon. Eine hat auf jeden Fall jeweils schon gespielt.
So, was zieht er? Ah. Tyrion? Nein! Das darf nicht wahr sein. Bunnyhopper verliert auch Match Nummer 2. Wie knapp war das denn, bitte? Zwar Eli hier mit dem Top, der kommt da nochmal ganz knapp raus. Und Bunny kann ihn auf ein Leben runterbringen, aber dieser eine Lebenspunkt entscheidet hier das Spiel. Und den kriegt er einfach nicht mehr gewuppt. Ich meine, er hatte wahrscheinlich noch zwei Outs aus 15 Karten am Ende. Sul'jin bringt Faeli hier tatsächlich nochmal nach vorne und Faeli daher nur noch selber mit dem Even Paladin damit auch sehr gute Karten. Der Verlierer dieses Matches ist noch nicht automatisch raus. Er muss nur die nächsten zwei Serien gewinnen, wohingegen der Gewinner dieses Matches noch einmal verlieren darf. Das heißt, er hat noch zwei Matches maximal. Sollte er das nächste Match gewinnen, ist er automatisch in den Top 4 als Gruppenerster. Sollte er verlieren, hat er dann noch eine weitere Chance in der zweiten Serie. Also definitiv bessere Karten, aber ist es tatsächlich möglich, dass sich beide hier in die Top 4 reinspielen? Ja, das Konzept von Tilt relativ geläufig, generell in Computerspielen als auch natürlich in realen Spiel und Sport. Aber auch nicht nur dort, sondern auch generell auch business-wise. Immer wichtig, mental irgendwie auf der Höhe zu sein und sich nicht irgendwie so ganz in die Salzmine zu begeben, nur weil mal was nicht perfekt gelaufen ist. An sich zu arbeiten heißt indirekt am Ergebnis zu arbeiten. Und naja, das hat es nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Und damit gehen wir in die nächste Runde. Bunnyhopper gegen Faeli. 2:0 hier für den Tschechen. Erstes Auftaktmatch, Initialmatch genannt in den Top 8 der europäischen Meisterschaften. So, also Bunnyhopper probiert es als erstes mit dem Priester und Faeli muss einfach nur eins aus den nächsten drei Spielen hier mit dem Even Paladin gewinnen. Und er hat auch Doppel-Corpse-Taker hier. Genau, ursprünglich kommt das Wort Tilt, steht auch im Chat, von Pinball, also von Flipper-Automaten. Wenn man da zu sehr an den Automaten rüttelt, dann kann man die Hebel nicht mehr betätigen. Ja, ich habe in Hearthstone auch schon etliche Serien gesehen, die entschieden wurden, weil ein Spieler halt seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat und dann total getiltet ist. Selbst auf hohem Level, geschweige denn, wenn man sich mal die Ladder anschaut auf so Querbeet-Rängen oder niedrigen Legend-Rängen als auch Non-Legend-Rängen, da werden, glaube ich, sehr, sehr viele Spiele entschieden, weil, naja, die Spieler einfach in Tilt gehen. Ganze Losing-Serien haben. Also gerade so, man hört das oft so, boah, ich war irgendwie einen Stern entfernt davon, Legend zu werden und dann habe ich einfach 25 Spiele in Folge verloren. Also auch das habe ich schon gelesen, tatsächlich 25 Spiele in Folge oder bin dann auf Rang 5 einfach gedroppt, ohne dass ich irgendwie gefühlt was machen konnte und die Leute spielen halt dann, wenn sie im Tilt sind, einfach weiter und naja, spielen und verlieren und werden noch Tilt. Und dann geben sie irgendwann einfach nur noch die Matches auf und sind Rang 5 und hassen das Spiel, sich selbst und die Welt. Ja, und dann kann man sagen, war eigentlich ein schöner Nachmittag mitten im Game. Also das sollte man nicht unbedingt machen, aber ist eh klar. So, Christus Miskangor, Hero Power, nicht der beste Play. Aber er hat einfach keinen besseren.
So, Powered Shield. Nimmt den Trade, kann auch nochmal hier hochheilen. Ja, Weapon Removal ist echt ganz gut. Und Faeli ist halt jetzt echt in einer sehr unguten Situation, weil der Copstaker relativ leicht weggenommen werden kann. Zusätzlich dann mit dem Heal kann Bunny Hopper rein theoretisch sogar noch eine Karte ziehen und den Trade so nehmen, dass auch beide Minions dann liegen bleiben. Das ist echt nicht gut. Ja, ein drittes Shadow Visions und ein Heal. Dann kannst du den Trade noch nehmen. Gibt es eine Alternative zu dem Play? Ich glaube nicht, oder? Meine hat jetzt auch noch Anduin gezogen. Oh, Divine Hymn. Boah, Divine Hymn zieht halt auch nochmal zwei weitere Karten. Rein theoretisch. Die Sache ist aber jetzt, und das ist ein bisschen knifflig, ob man jetzt sofort die zwei Karten zieht. 3, 6, 8 Karten in der Hand. Er würde dann auf 9 Karten gehen. Nächste Runde auf 10 Karten. Oder rein theoretisch könnte man jetzt einfach den Heal auf den 3-3er spielen, um einfach eine Karte zu ziehen. Und dann mit dem 3-4er in den 3-3er traden, einen Schaden face pushen. Und der Gegner muss jetzt eigentlich schon fast Consecration spielen. Oder irgendwas in die Richtung. Und damit ist aber auch jetzt der Heal nicht mehr so gut. Wobei, andererseits muss man auch sagen, der Heal ermöglicht halt nochmal einen besseren AOE mit dem Wild Pyromancer Nummer 2. Er wird halt nicht so wirklich von der Consecration bestraft, weil der Zug 5 von Faeli halt dadurch so schlecht ist. Faeli muss halt Druck machen, weil wenn beide Decks halt einfach alle Karten ziehen, dann sollte Bunny Hopper gewinnen. Und von daher gesehen muss Faeli Bunny Hopper halt töten, bevor halt, naja, bevor zu viele Karten auch gezogen werden. Muss den einfach wegnehmen. Hero Power. Ja, das ist halt, Faeli macht halt einfach gar nichts die letzten paar Runden. Einfach weil er auch nicht kann, weil er hinten auf dem Board ist. Bunny Hopper kann halt schalten und walten, wie er will. Baut halt Board aus. Hat halt seine Karten halt, die er schon braucht. Hier die Frage ist halt, ob man die Waffe futtert jetzt. Man kann halt sonst nicht so viel machen. So wirklich stört einen die Waffe halt nicht. Man könnte einfach auch den nächsten Twilight Trade spielen. Aber er futtert es dann doch. Der Trade wegen. Naja, wegen dem Steeds halt. Wenn da der 1-1er liegt und der liegt, und der kann Steeds spielen auf denen, dann tauscht es in den 3-3er. So muss er Hero Power und Steeds drücken, aber dann kann das nicht im selben Zug angreifen. Abgesehen davon spielt man natürlich auch noch um den Spellbreaker rum. Gibt also ein paar gute Gründe, warum man hier den Trade nimmt und nicht facehittet. Ein weiterer ist, dass du eh Alexstrasza auf der Hand hast. Das heißt, du musst ihn gar nicht auf 15 pushen, weil Alex den Job für dich erledigen wird. Also ihr merkt schon, eigentlich spricht eigentlich alles dafür, hier zu traden. Für die Leute, die face gegangen wären. Vielleicht
Das ist eigentlich so eine Lehrbuchsituation, weil einfach so viele Gründe dagegen sprechen, hier festzuhalten. Ja, unter anderem einer war dieser, nämlich Spellbreaker plus der Trade. Wäre dann möglich gewesen in den 4-1er. Interessant mit dem Twilight Drake. Wie wahrscheinlich ist es, dass Bunny hier das Match holt? Ziemlich wahrscheinlich. Die Frage ist aber, er muss halt nicht nur dieses Match gewinnen, sondern die nächsten beiden. Und das heißt, er muss das Mirror-Match Pala gegen Pala gewinnen. Und das ist halt, weil beide Spieler halt exzellent sind. Ich glaube, eine ähnliche oder wenn nicht sogar die gleiche Liste haben, müsste man sich im Detail nochmal anschauen, wer dann vorne wäre. Aber da kommt es halt wirklich auf den Draw drauf an und wer die Coin hat und so. Das ist halt relativ zufällig, weil wenn beide Spieler keine Fehler machen, wenn beide Spieler dieselbe Liste spielen, dann ist halt der einzige Faktor, der sich unterscheidet, dann oftmals, also sagen wir mal, beide spielen perfekt, beide haben die perfekte Liste so gesehen, dann ist der einzige Unterschied in dem Matchup einfach, wer was zieht und wie RNG ist, wobei RNG gibt es nicht so viel außer halt den Draw. Ja, er muss halt irgendwas machen, und zwar irgendwas mit Schaden. Das heißt, er pusht jetzt einfach mal 4 Face und bringt ihn auf. Tada! 30 Leben. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, in dem Fall sehr, sehr mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, einfach den Duskbreaker. Der macht genug hier. Und auch hier den Trade nochmal. Kannst du nochmal hochheilen. Hast einen 4-3er und einen 3-3er. Nächste Runde kommt Alistraza runter. Und dann kann er anfangen, ihn zu prügeln. Welches Deck man als nächstes gegen Faelie nimmt, war die Frage im Chat. Das ist eigentlich relativ egal, weil es hier nicht mehr darum geht. Also du musst eh mit beiden gewinnen. Sobald du mit einem verlierst, bist du halt raus und es geht hier nicht mehr um eine Feinwertung. Das heißt, du nimmst einfach das Deck, wo du dich halt in dem Moment halt vielleicht ein bisschen sicherer fühlst. Oder worauf du mehr Lust hast, das zu spielen einfach. Das ist gut genug. Man könnte sagen, okay, weil Bunny halt auch neues Team hat, Streamtime ist vielleicht kostbar, dann nimmt man einfach das Deck, was immer die besseren Chancen hat. Aber rein theoretisch kannst du auch in so K.O.-Situationen einfach das Deck nehmen, was am schlechtesten ist, als erstes, weil es hier um keine Feinwertungen mehr geht. Und wenn du mit dem schlechtesten Deck gewinnst, dann ist der Gegner unter dem größten Druck und wenn du verlierst, dann kannst du dich halt schon auf dein nächstes Match vorbereiten. Aber das ist halt, je nachdem wie du das halt wertest, wie lange du spielst, ob du länger oder kürzer spielen wirst. Na, kriegt ihr den Doppeltrade hin? Na, er hat halt keinen Spell. Tja, und das ist halt der Moment, wo er halt eigentlich schon fast alles gewinnt, unter anderem einen Psychic Stream oder einen Primordial Drake oder, naja, eigentlich literally alles. Das hier ist GG und das sieht Faelie auch so, das heißt, er gibt sich hier geschlagen. Damit verkürzt Bunnyhopper auf 1-2 und wir sehen es, er wird die Kopfhörer hier absetzen, das heißt, er fordert eine kurze Pause hier ein. Das geht in so Turnieren. Aber da, der Deckel der Flasche, abtrünnig geworden. So, da sind wir wieder. Also, Bunnyhopper gegen Faelie.
Bani Hopper hat nach dem 0-2-Rückstand jetzt auf 2-1 verkürzen können. Also Ivan Pala noch auf der Seite von Faeli. Er muss nur ein Spiel von zwei gewinnen. Und wir sehen hier das Mirror-Match Ivan Pala gegen Ivan Pala. Bani Hopper gegen Faeli. Erstes Initial-Match der europäischen Meisterschaften. Top 8. Beide haben es hier in die Top 8 geschafft. Als Nummer 4 im Falle von Bani Hopper ist 6-1 im Schweizer System gegangen. Und Faeli als Nummer 5 ist zwar 5-0 gegangen, hat aber dann zwei Niederlagen kassieren müssen, was ihm relativ egal sein sollte an der Stelle. Die Frage ist, brauchst du halt einen Glasnide auf der 4? Ja, sagt er. Die Kurve ist an sich ganz gut vom Bunny. Wobei die Münze natürlich schon hilft. 4 Drop, 4 Drop. Allerdings, Faeli hat keinen 2 Drop. Arch und Protector auf der 2 ist natürlich schon gut. Ja, Bunny Hopper, beeindruckende Karriere bereits. Ich glaube, er ist 26 oder 27, ich weiß nicht genau, wann er Geburtstag hat. Und er hat jetzt im Sommer seinen Doktor in Oslo gemacht, spricht auch sehr gut Norwegisch, ist auch mit einer Norwegerin zusammen. In theoretischer oder physikalischer Chemie, ich weiß es nicht so ganz, er hat es mal erwähnt, hat was mit Molekülen und so zu tun gehabt. Ich hatte ihn mal im Interview, findet man auf dem YouTube-Kanal, ich denke mal kurz aus. Ist jetzt nicht genau das Video, was verlinkt ist, aber ihr findet das dann. Und hat nebenher natürlich lange als Pro-Spieler gespielt, hat sich für jede einzelne europäische Meisterschaft qualifiziert, die es bisher gab. Früher hießen die ja Prelims. Also einer der wenigen Spieler, die halt immer dabei waren. Und naja, ist einer, der Europa bei der Weltmeisterschaft vertreten wird. Als einer von 16 Spielern bereits gesetzt. Musste halt auch viele Turniere so nebenher spielen. Ich kann mich erinnern, er hat mal erzählt, er hatte ein Turnier oder ein Teamturnier, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gespielt gehabt, als er von einer Konferenz kam und noch am Flughafen war, keine Zeit mehr hatte nach Hause zu fahren und das dann am Handy gespielt hat. Ja, für Faeli jetzt die Frage, welcher 4-Drop darf es denn sein? Das Problem ist halt, dass Bunny, Faeli weiß ja, dass Bunny die ganz linke Karte von Faeli aus betrachtet auf der Starthand gehalten hat. Die haben wir noch nicht gesehen, das heißt, er geht davon wahrscheinlich im Korbstacker aus. So, dann doch den Corpstaker. Wird halt ultimativ gepunished werden von dem True Silver Champion. Hat er aber nicht. Faeli muss ja das Risiko nehmen, aber Bunny Hopper hat den True Silver Champion nicht. Das heißt, Faeli wird hier absolut belohnt für den Play.
Auf der anderen Seite, es ist halt jetzt ein 3-3er mit Horn, das ist jetzt auch nicht so wirklich tragisch. Consecration cleart halt das Board. Ist vielleicht tatsächlich gut genug, das so zu machen. Und dann problematisch auf der Seite vom Bunny Hopper ist nämlich auch, er hat jetzt ja auch kein 4-Drop mehr. In Runde 5 ist halt Hero Power plus 4-Drop spielen, dann spielst du 6-Drop into 6-Drop mit der Hero Power, into 8-Drop mit Hero Power. Drum von der Kurve her nicht so mega spannend das Deck. Ich meine, normalerweise war ja ein Consecration ist halt gut, aber dafür hat er auch noch einen Wild Pyro auf der Hand. Könnte halt nächste Runde auch Siren Chain Gang Hero Power spielen, aber er sagt, Weihe ist zu wichtig. Hält er jetzt einfach hier, nimmt einfach den Value Trade, entwickelt weiter Board. Und ich meine, Faeli kann ja nicht sehen, dass Bunny Hopper eben den 8-Drop, den 4-Drop nicht auf der Hand hat. Keinen weiteren. Das heißt, Bunny hat jetzt einen absolut toten Zug. Er kann eigentlich gar nichts machen, außer nur Hero Power zu drücken. Sombus ist jetzt auch nicht gut genug, einfach zu spielen. Aber vielleicht muss er das schon spielen, weil nur Heldenfähigkeit ist natürlich auch mega, mega schlecht. Er muss das so spielen, weil er wird den auch in die nächsten Runden nicht wirklich spielen können. Er will ja nächste Runde einen 6-Drop spielen, womöglicherweise dann das Deed. Und drum macht er das Board jetzt so breit wie möglich. Ja, nimmt hier Doppel-Value-Trade. Das lässt aber Bunny Hopper zumindest mit der Möglichkeit hier das Seed zu spielen. Wie greedy sind wir? Ich meine, was ist, wenn er die Harpy hier einfach spielt in das Seed? Also halt schon. Ne, die stirbt halt einfach durch Waffe und den 1-1er. Das geht also auch nicht. Das heißt, er muss das Seed hier spielen, nimmt dann den Trade. Tja, ich sehe einen Spellbreaker. Einen Spellbreaker, den weghauen. Wie sieht dein weiterer Gameplan von da aus? Weil du musst es halt so spielen. Interessant, wirklich interessant ist. Ja, es hat halt Gottes Schild, ist halt schon gut. Die Frage ist halt, wie es ab da weitergeht, aber ich meine, die HP hier plus Hero Power into Lich King. Der Rest sind halt, die mittleren drei Karten von Faili sind halt reaktive Karten. Bunny Hopper auf der anderen Seite. Wird jetzt Avenging Wrath spielen. Mal schauen, was alles trifft. Ob das ganze Board weggeht. Insgesamt. Nee, geht nicht weg. Oh Mann. Ja, das ist echt schlecht. Der schüttelt auch den Kopf. Das war ziemlich unglücklich. Dass sowohl der 4-1 als auch der Kangol liegen bleibt. Ja, und Faeli kann jetzt einfach bisschen tun, was er will.
Er spielt nicht die Windfury Harpy wegen Equality und Consecration. Drum spielt er hier den Glass Knight, der Gottesschild hat. Falls sich fragt, warum er nicht einfach die Kurve weiterspielt. Oh. Tyrion. Ich meine, rein theoretisch, ich glaube, es ist noch nicht, also es ist einfach nicht gut genug, glaube ich, die Consecration hier zu spielen, weil du halt zur Consecration einfach gar nichts dazu spielen kannst. Der hat halt keinen 2-Drop, keinen 4-Drop, da geht also nicht so viel. Also muss er eigentlich fast nur, es bleibt eigentlich nur Tyrion, oder? Ja. Ja, die belauern sich halt so. Bunnyhopper spielt halt seinen AOE-Clear nicht und Faeli spielt halt die ganze Zeit drumherum. Und es wird halt der Moment kommen, in dem Faeli einfach, ja, genug aufs Board gelegt hat, dass Bunny sagt, okay, Schluss mit lustig, ich clear das jetzt. Und dann ist halt die Frage, ob Bunny in derselben Runde auch noch aufs Board kommen kann. Natürlich bitter, dass er hier die Waffe auch noch futtern kann. Ja, aber jetzt haben wir genau die Situation, dass Bunny sagen wird, okay, jetzt ist aber Schluss mit lustig hier. Und Faeli hat das aber ganz geschickt hier aufgebaut, weil Lich King natürlich dann der Reopener ist mit der Hero Power. Das heißt, für Bunny Hopper ist jetzt relevant, dass er hier das Geheimnis kriegt, was das gegnerische Minion. Ja, Repentance kriegt er. Er sollte jetzt so oder so ganz, ganz, ganz lange überlegen, egal was er nimmt. Man kann auch Auto-Defense Matrix nehmen. Warum kann man das nehmen? Weil der Gegner in der Regel jetzt nicht angreifen wird und du nächste Runde genau den Lich King selber legst. Und dein Lich King kriegt halt ein Gottesschild, wenn er angegriffen wird. Das heißt, spielt der Gegner Lich King, spielst du Lich King. Und Auto Defensive Matrix, der gegnerische Lich King tradet in deinen rein. Ja, dann freust du dich halt schon. Problematisch ist es halt nur, weil der Gegner natürlich die Lich King Karte, die er dadurch, dass er den Lich King als erstes gespielt hat, schon in der Hand hat, könnte halt auch Zerstörer in Minion sein. Das wäre dann schon bitter für dich. Aber das ist unwahrscheinlich. So, was kriegt er? Oh, Frostmourne kriegt tatsächlich die Waffe. Das ist gefährlich. Ja. Ich meine, Tarim ist jetzt mega gut. Ja, weil der 1-1er halt auch noch zusätzlich erlegt. Also, Tarim ist halt eh immer ganz gut hier. Kannst Tarim spielen, spielst Gottesschild Minion, spielst die Hero Power dazu. Und wenn du dann unbedingt noch willst, kannst du auch noch Auto Defensive Matrix spielen. Spiel des Gottesschild-Minion auf Tarim. Nimmt wahrscheinlich hier den Doppeltrade. Um so gegen eine gegnerische Equality Consecration besser dazustehen. Auto-Defensive Matrix. Wenn das Minion bereits Gottesschild hat, dann triggert das Secret einfach nicht. Sondern es triggert nur dann, wenn dein Minion was angegriffen wird. Kein Gottesschild hat. Das ist in etwa so wie Wandering Monster, wie wir es vorhin hatten, wenn das Board voll ist, oder Venom Strike Trap, wenn das Board voll ist.
Ja, auf einmal war Eli doch unter Druck hier. Meine, er hat mehr Karten als sein Gegner. Allerdings muss man sagen, 2-2, 3-3, 3-7 mit Gotteschild und Taunt auf dem Board. Wenn man das auch noch als eigenständige Karten zählt, dann ist Bunnyhopper sogar eine Karte vorne. Aber Frostmourne könnte rein theoretisch da einen großen Swing noch bedeuten. Er rennt jetzt hier mit der Waffe rein. Hero Power. Und das ist gefährlich jetzt für Bunnyhopper, weil er jetzt eigentlich so gut wie gar nichts entwickeln darf. Das heißt, er könnte 8 Schaden Face pushen. Plus Avenging Wrath. Sehr unzufriedenstellend. Er weiß jetzt, dass sein Gegner Equality und Consecration hat. Das hat ihm dann doch schon so ein bisschen gezeigt, denke ich. Und das Problem ist, ja, Frage ist, ob man hier Full Face geht. Ja, tradet einen. Was kriegt er raus für eine Karte? Wenn er selber eine Waffe kriegt, wäre natürlich awesome. Anti-Magic Shell. Boah, das ist echt nicht gut. Anti-Magic Shell ist halt an sich halt schon eine gute Karte in dem Deck. Aber er wird sich halt hier in den AOE-Clear reinlaufen. So viel ist sicher. Ja, Equality Consecration. Schüttelt auch kurz den Kopf. Spielt hier auch nochmal um die Auto-Defensive Matrix rum, beziehungsweise. Ah, wollt ihr den vielleicht auch sogar in die Waffe reinkriegen? Was hat er da? Consecration nochmal. Ah, das heißt, das ist im Prinzip zwei auf Liesl hier. Mit zwei Runden. Wobei. Wäre halt die Anti-Magic Shell eine Waffe oder 5 Schaden einfach, dann wäre es hier schon GG gewesen. Ich bin mal gespannt, was er macht. Weil er ist jetzt im schlechten Spot und er muss jetzt ausrechnen, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten auf irgendwelche Draws. Ein bisschen knifflig. Er wird wahrscheinlich maximalen Damage einfach ins Gesicht zimmern. Ich kann mir vorstellen, dass er Avenging Wrath hinterher spielt. Nein, macht er nicht. Okay. Boah. Okay. Bleibt also spannend hier. Okay. Baut das Board jetzt aus. Und damit ist Bunnyhopper auf jeden Fall auf der Glocke. Er muss jetzt irgendwas ziehen, was ihm hilft. So wirklich viel hat Faeli jetzt hier nicht rausbekommen auf der anderen Seite. Aber Blessing of Kings und Argent Commander sind 8 Schaden direkt. Mit 8 Schaden on Board. Das heißt, Faeli ist relativ knapp an Liesl dran.
Ja, die habe hier, das reicht nicht vom Leben her. Die könnte einfach weggetradet werden, wenn man die mit Entry Magic Shell bufft. Das ist halt echt nicht cool hier. Ich meine, der offensichtliche Player ist halt Hero Power und Spike Rate Steed drauf. Ich meine, er hat auch Spellbreaker schon einmal gesehen. Ich glaube, Faeli spielt auch nur einen Spellbreaker. Ansonsten nicht Ras. Ras Hero Power. Okay. Es ist wahrscheinlich, dass der 6-5er liegen bleibt. Die Frage ist halt, wie viel Schaden dann Face geht. Ich meine, er muss halt auch noch Angst vor dem gegnerischen Tarim haben, rein theoretisch. Hydrologist. Schauen, ob er irgendwas Defensives findet hier. Noble Sacrifice. Das ist schon so das, was er sucht. Genau. Argent Commander. Tradet hier und Noble Sacrifice kommt runter und damit insgesamt 6 Schaden im Gesicht. Er geht auf 13. 13 Schaden auf dem Board. Das kann kein Zufall sein. Pyromancer. Die Frage ist, ob man den Pyromancer. Ich denke, man Hero Powered und bufft die Hero Power. Man könnte. Es gibt zwei Optionen jetzt hier: Spike Rate Steed auf den hier. Oder aber Hero Power und Spike Rate Steed auf die Hero Power dann. Dann kommt eine 1er AOE runter. Wahrscheinlich ist es sich den 3-2 zu beschützen besser. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist tatsächlich eine knifflige Entscheidung. Es ist auch nicht ganz abzusehen, ob das Spiel entscheidend ist. Aber man kann es eben nicht ausschließen. Ich meine, der wird halt auf 7 Leben gehen. Und von daher gesehen ist es schon ganz gut. Faeli nickt hier auch, weil er genau weiß, das ist ein Steed jetzt. Dann Hero Power. Weil Bunny Hopper schon den Read hat, dass Faeli hier das Noble Sacrifice gefunden hat, was er gesucht hat. Oh. Ja, Double Blessing of Kings. Das heißt, er kann 6 Schaden Face pushen. Könnte den 4-1er auf 8-5. Müsste das aber wegtraden, das wäre nicht so gut. So pusht er weniger Schaden, aber zumindest bleibt er dann am Leben. Ja, 10-1 und 8-3 hier. Und Bunny braucht jetzt irgendwas. Bunny braucht Hilfe, Top Deck. Spellbreaker. Er kann nur 4 Schaden wegnehmen. Das heißt, da liegen 19 Schaden, er kann 4 nur wegnehmen. Das heißt, das war's leider. Und damit verliert Bunny Hopper hier das Initialmatch gegen Faeli. Gratulation an den Tschechen hier. Und Faeli ist nur noch eine Serie davon entfernt, sich für die Championships in Los Angeles zu qualifizieren, wohingegen Bunny Hopper hier mit dieser Niederlage umgehen muss. Aber er hat nach wie vor auch ganz gute Chancen, sich zu qualifizieren, wenn er die nächsten beiden Matches gewinnt. Und er könnte gegen niemand Geringeren als Casey im Losers Match tatsächlich spielen, falls Casey sein Match gegen den Finnen, gegen Mauri verliert. Müssen wir mal gleich schauen.